Moin, moin, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Jo, wie letztes Mal angekündigt, bin ich hier bei der Kirche geblieben, da ich mir denke, die Gräber sind doch sehr ergiebig. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Kirche an sich ist nicht ganz uninteressant. Und jo. Warum dann nicht? So, dann wollen wir erstmal hier den Besuch beseitigen. Moinsen! Das hat gesessen. So, hier war auch noch einer. Ach, da. Tachchen! Schlagende Argumente. So, was haben wir hier denn Schönes? Soldaten. Die haben früher mal guten Loot gebracht. Als noch alle Zombies Loot brachten. Bing! Hallo, Mutti. Holla, die Waldfee. War schon alles? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da kann ich rein. Oh, eine Ferale, wie nett. Daneben. Treffer. Die Kirche kaputt gemacht, das geht ja gar nicht. Ich glaube, die Kiste ist neu, die stand hier sonst nicht. Bücherschrank? Kann ich mich jetzt so nicht daran erinnern, dass er hier immer war. So. Ah, blöd, den habe ich schon gelesen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen was essen. Tapert da schon wieder einer rum. Ja, eigentlich haben wir genug, aber wir haben ein bisschen gelitten hier. Na ja, wir trinken mal was. Kaninchen. Okay. Wollte ich ja erst zwischen den Folgen machen oder wie ist ein paar davon, aber so lange dauert das ja auch nicht. Und für die, die es nicht kennen. Ist dann ja vielleicht auch mal interessant. So. Naja, also da, wo Grabsteine sind, sind meistens auch Särge drunter. Und wie wir jetzt wieder gesehen haben, meistens auch ordentlich Loot. Also Munition häufig. Ach, guck.
Also nicht nur die Gräber looten, die offen sind, so wie hier. Also auch hier die absuchen. Ja. Na, wieder 24 Schuss. Nebenbei gibt es dann auch noch Lehm. Hier ist hier auch, weil hier kein Grabstein ist. Naja, hier glaube ich nichts. Kein Grabstein, kein Grab. Das war nix. Hier ist aber einer. Da haben wir einen Wolf. Wohin? Hallo Fleisch. Die haben wir. Ah ja, da war ja nichts. Wo waren wir denn? Hier waren wir. Schalldämpfer-Mod. Übrigens, wer es noch nicht kennt oder weiß. Oh, Memory, glaube ich. Of Mad Mole. Mad Mole ist ja der Spitzname von dem Entwickler hier, ne? Joel Hannig. Und wieder Munition. Ups. Aber das kann man auf jeden Fall mal lesen. Das können wir weghauen. Das können wir zerlegen. Die können wir eigentlich auch zerlegen. Und wieder Munition. Ja, so ein bisschen Grabständerei. Manchmal ganz nützlich. Wieder Munition. Aber wieder nix. Auch nichts. Der Reihe war nichts, ne? Nee, so, hier kommt jetzt auch nichts. Die Schaufel ins Genick. Blöde Baum, ich sehe nichts. Schaufel auch nicht schlecht, ne?
Zack. Raketenwerferbauplan. Nice. Wobei ich den also ja, eigentlich nie großartig benutzt habe. Meist habe ich ihn verkauft. Hier war, glaube ich, nichts. Ne? Nee. Weiß nicht, wie fand ich den ein bisschen zu gewaltig. Man da, so wie wir das jetzt machen mit dem Molotow-Cocktail und so, da kann man natürlich dann auch statt einer Handgranate, Molly oder Bombe natürlich auch einen Raketenwerfer nutzen. Vielleicht auch, um da jetzt mal so, aber 4, 5 Spucker, Polizisten oder Demolisher auf einmal kommen, die man da mit der Kalaschnikow vielleicht schlecht wegkriegt, dass man dann das Ding mal einsetzt, das macht vielleicht Sinn. So, gleich sind wir da auch mal durch. Ja, wir haben jetzt Anfang März, Ende des Monats, sollte ja eigentlich, das ist der Bauplan dafür, Ende März war ja eigentlich schon so die grobe Planung für die Alpha 19. Sind wir gespannt, ob sie, das einhalten. Ich glaube, wäre das erste Mal, dass sie den Termin einigermaßen einhalten. Rechnen wir mal lieber mit April. Aber, naja, vielleicht. Ausnahmsweise mal. Das meiste scheint aber, was ich so im Forum gelesen habe, fertig zu sein. Und sie wollen auch wohl die Experimental-Phase, dass sie nicht mehr so lange dauert. Ne? Meistens ist ja so, jetzt kommt erst die Experimental raus. Und dann dauert das 1, 2 Wochen, bis dann die Stable kommt. Und diese. Ja, dabei soll wohl ein bisschen kürzer werden. Lassen wir uns überraschen. Okay. Was können wir denn noch eben loswerden? Das brauchen wir nicht. Noch nicht. Okay, das kann weg. So, Pinsel bringt auch ein bisschen was. Also dafür jetzt zum Händler fahren bringt auch nichts. So, dann würde ich sagen. Fahren wir mal den Weg zurück. Moment. Das weiß ich auch schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Wir werden endlich mal die Farm anlegen und hier vor allen Dingen ihr Golden Rod anbauen, damit wir das nicht immer suchen müssen für Golden Rod Tee. Die Farm Pots haben wir ja schon gemacht. Auch für Farbe Tee. So. Wir haben jetzt 11 Stück.
Aber ich glaube, wir haben wieder 4 Stück für einen Samen, ne? 5. Naja. Es ist auch schon wieder 17 Uhr. Die Häuser, die kennen wir eigentlich schon. Die gucken wir uns dann vielleicht später nochmal wieder an. Erstmal interessiert mich nur Benzin. Damit wir mit Moped auch ein bisschen flexibler bleiben. Ne? So bin ich überlastet. Oh, ich habe noch 2 Felder offen. Aha. Shit. Ja, komm her, das soll irgendwie den nehmen. Mehr Autos als früher, oder? Weil die Häuser sind ja so. Ja, genau, die kennen wir ja auch noch gar nicht. Die sind hier, das ganze Dorf hier ist ja umgebaut. Die muss man so angucken, auf jeden Fall. Aber das machen wir, ja. Wir machen nächstes Mal die Farm, würde ich sagen. Dann beim dann kommen wir auch hier auf jeden Fall nochmal wieder her. Weil die Häuser kenne ich hier noch gar nicht. Sieht ganz interessant aus. Sie sind neu so gesehen. Weiß nicht, ob die früher schon mal in der Random Map gewesen sind, aber in Nevis gehen waren die glaube ich noch nicht. Seit Alpha 18 sind die ja hier jetzt. Ist das Dorf ja geändert, ne? Das ist ja hier irgendwie das verlassene Dorf oder wie das hieß. Die verlassene Stadt. Die Korn zerlegen. Ja, komm, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Essen wir mal. Deswegen sind hier auch mehr Autos. Das ist gut. Das ist, sieht richtig interessant aus. Hier hat sich ja einiges geändert. Kaffee. So ist nicht mehr viel von da. Außer ein paar unfreundliche Jungs. Level up. Noch ein Käffchen.
Hier ist doch bestimmt auch irgendwo was versteckt. Aber wir kommen hier nochmal wieder her. Oben vielleicht. Mal gucken. Aber 18.25 Uhr, ne? Denke, wir machen uns mal so langsam auf den Rückweg. Abend. Oh, falsche Richtung. Moin. Tachchen. Sag noch einer, ich bin nicht freudig. Hallo, moin Schweinchen. Noch Platz? Nee. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Erst den Kopf und dann den Rest. Das gibt dann mehr. Habe ich mir sagen lassen. Ach, den Krabbler, der kann ich mal. So. Ah, ich denke mal, wo wir gerade hier sind, versilbern wir nochmal den Quatsch, den wir nicht brauchen. So viel ist hier gar nicht. Das bringt nicht viel, können wir besser auseinanderbauen. Oder den können wir vielleicht noch verkaufen. Okay. Weil der Herr ja so freundlich hier ist, müssen wir da ja nochmal hin. Tach. Welcome to Trader Joe's. I don't guarantee a thing, except that I don't like you. So, das kennen wir auch schon. Die können wir auch vertickern. So, und das behalten wir alles mal, wie ich sagen. Genau. Denke mal, ein bisschen Stahl können wir noch kaufen, ne? Ach, diesen einen Mod hat er ja nicht, ne, den ich gerne hätte. Also schön Stahl kaufen. Wo ist er jetzt hin? Hallo? Hä? No refunds. Moment, was habe ich eigentlich für eine... Now beat it, fucker. Ups, ich habe schon einen Kampfanzug Hose. Ist gut. Da ist der Stahl. So. Ja, und tschüss. Wo geht's raus? Hier. Hab ich durch die Tür geglitscht. Da kommen noch ein paar XP angelaufen. Da auch. Ah, jetzt die Hütte da noch machen. Das wird ein bisschen eng. Ich denke mal, wir bringen den Loot nach Hause und
Dann bereite ich mal die Farm vor. Und dann denke ich mal, wenn wir beim nächsten Mal hier nochmal wieder herkommen. Und sonst vor allen Dingen da die neue Stadt, also die neue Bau oder die Neugestaltung von der Stadt mal angucken. Autsch. Okay, die Straße können wir weiterfahren. Ah, jetzt wird es auch wieder hell. Ich finde, das dunkle, das verbrannte Gebiet ist irgendwie zu dunkel geworden. Kann natürlich jetzt auch irgendwie an meinen Grafikeinstellungen liegen. Da fummel ich auch ständig drin rum. Aber ich glaube, generell ist das dunkler geworden. Moin! Ja, Mahlzeit. Okay, dann tuckel ich noch gemütlich nach Hause. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.